Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn auch nicht zu ungewohnter Stunde, so aber doch an einem ungewohnten Tag interessante Urteile. Und zwar 4 an der Zahl. Das erste ist überschrieben mit den Worten: Diebstahl auf Dienstreise senkt Steuern. Wird der Privatwagen eines Arbeitnehmers gestohlen, den dieser auf einer Dienstreise benutzt hat, so kann er den dadurch entstehenden Aufwand vom steuerpflichtigen Einkommen abziehen. Und das ist ja ein ganz schöner Happen, wenn er sich ein neues Auto kauft. Bundesfinanzhof. Sollte sich der Arbeitgeber allerdings an diesen Kosten beteiligen, zählt das natürlich nicht als Aufwand, das nur am Rande. Urteil Nummer 2. Weil die Kommunion auf einen Sonntag fällt. Und dann stehen die 3 Punkte. Arbeitnehmer können für die Kommunion ihrer Kinder im Regelfall keinen freien Arbeitstag beanspruchen, weil der Anlass der Freistellung, so heißt es hier beim Landesarbeitsgericht Köln, normalerweise auf einen arbeitsfreien Sonntag fällt. Dies gilt sogar für den Fall, dass am nachfolgenden Montag, also nachdem die Kommunion über die Bühne gegangen ist, kirchliche Danksagungsfeierlichkeiten stattfinden. Da hat das Landesarbeitsgericht Köln gemeint, dafür bräuchte man sich nicht unbedingt einen Tag freizunehmen. Das könne man schon, aber dann unter Anrechnung auf den Urlaubsanspruch. Nummer 3. Eigenbedarfskündigung erlaubt Grundbucheinsicht. Wem wegen Eigenbedarfs des Vermieters die Wohnung aufgekündigt worden ist, der hat das Recht, das Grundbuch einzusehen. Und zwar deshalb, damit er feststellen kann, ob der Vermieter weitere Häuser besitzt, die er gegebenenfalls für seinen Eigenbedarf nutzen kann. Soweit ist das Landgericht Mannheim gegangen zum Stichwort Mieterschutz. Und das letzte Urteil: Fliesen bleiben dran. Macht ein Mieter erst durch das Anbringen von Fliesen aus einer Küche, das habe ich mir hier in Anführungszeichen notiert, eine gebrauchsfähige Küche, also eine wirkliche Küche, so muss er die Fliesen beim Auszug nicht wieder abreißen. Da hat es doch tatsächlich ein Vermieter, ich weiß nicht aus welchen Gründen, gewünscht, dass also aus der schönen Küche wieder eine schlimme Küche würde, so wie sie beim Einzug ja vorgefunden wurde, vielleicht nur um den Mieter zu drangsalieren. Sachen gibt's. Jedenfalls hat das Amtsgericht Dortmund gesagt: Mieter, Fliesen bleiben dran. Du jedenfalls brauchst sie nicht abzureißen. Wenn Sie sich für Leitsätze, Aktenzeichen dieser Urteile interessieren, Sie wissen, wie das geht. Sie schreiben uns, wir antworten Ihnen. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.